Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, meine Faltkartenbestellung ist da. Ich bin da ja im Designteam, habe ich euch ja erzählt. Und genau, einen Link zum Shop findet ihr unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal gucken, die haben ganz viele tolle Sachen. Ich habe mir beim letzten Jahr diese super tollen Piratenstempel bestellt. Und diesmal habe ich mir so ein bisschen was anderes, also auch ein Stempelset, aber auch mal so Sachen zum Probieren bestellt. Ich lege das mal zur Seite. Und dann gucken wir mal zusammen rein. Ich habe mir Stempelkissen bestellt von Faltkarten. Einmal das Rebraun und dazu auch gleich passend den Auffüller, weil ich dachte mir jetzt, du gehst jetzt einfach mal davon aus, dass sie wirklich gut sind. Ich habe sie noch nie benutzt und bestellst dir gleich den Nachfüller, bevor es den irgendwann eventuell nicht mehr geben sollte. Das kommt ja manchmal immer wieder vor, dass irgendwelche Farben aus dem Sortiment gehen. Und ja, jetzt kriege ich das hier gerade nicht auf, doch. Und deswegen habe ich mir gleich den Auffüller dazu bestellt. Das sind, wie viel sind denn das? Steht das hier drauf? 10 Milliliter, also doch eine ganze Menge. Ist auf Wasserbasis, also ne, muss man ein bisschen aufpassen mit. Blau, also bei Aquarellmarke, bei Aquarell, da geht es natürlich nicht. Mit Alkoholmarkern sollte das wohl kein Problem sein. Können wir aber gerne mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Dann testen wir diese Stempelkissen mal in Verbindung von Alkoholmarkern. Dann habe ich mir noch einmal Olivgrün bestellt. Das sind alles eben so Farben, die man auch super im Vintage benutzen kann. Ich habe mir jetzt erstmal nur drei verschiedene ausgesucht. Das hier ist das letzte, Petrol. Auch hier mit dem passenden Auffüller wieder, Nachfüller. Ja, ich bin echt gespannt. Wenn ihr Lust habt, können wir das gerne mal zusammen testen mit den Alkoholmarkern, wie sich das so verträgt. Ich habe ja vier verschiedene Marken. Genau, dann habe ich mir einmal so Stupfpinsel von Maiko mitbestellt, so ein Dreier-Set. Ich habe die jetzt mal ausgepackt. Ich habe euch schon mal welche gezeigt, die gab es, glaube ich, in irgendeinem Bastelset für Kinder. Und da war ja das Problem, dass dieser Stiel bis unten drunter ging und man nur in der Mitte Druck hatte. Hier ist jetzt gar kein Stiel in der Mitte, also müsste man eigentlich komplett den ganzen Druck auf das ganze Kissen verteilen können, was natürlich super ist. Ich hoffe es zumindest. Dann habe ich mir eine kleine Schablone bestellt. Ja, die ist so cool. Ihr wisst ja, Vintage ist so meins und deswegen hatte ich da mal ein bisschen geguckt. Und da gab es nämlich diese Zahnräder. Ist die nicht cool? Ich bin so gespannt, wie sich das Ganze machen lässt. Die ist von Indigo Blue. Die Marke kannte ich bis dahin auch noch gar nicht. Ja, ich hoffe sehr, dass sie gut ist. Und damit ich jetzt einfach auch mal ein bisschen Ordnung in meine Dinger hier kriege, habe ich mir gleich so ein Fünferpack nachbestellt. Für jedes Stempelkissen ein so ein Blending-Schwämmchen dann. Die werde ich mir wo hinten irgendwie drauf tackern. Mal gucken, wie ich das so mache. Damit sie einfach immer zusammen sind. Und ja, ich jetzt einfach auch mal ein bisschen Ordnung in dem ganzen Kram habe. Dann habe ich mir ein Stempelkissen bestellt für den kommenden Herbst. Ja, das ist hier so eine Eichel, so zwei verschiedene Eicheln. Und die haben dann so Gesichter, die man da reinstempeln kann. Und zwei Blätter, wo ich behaupten würde, dass die Gesichter auch da reinpassen. Da ist einmal, nichts hält länger als wahre Freundschaft. Ich bin heute so motiviert, ich könnte Bäume ansehen. Also ist der nicht gut? Ich finde den mega gut. Ja, ich finde den einfach toll. Und dann durfte ein Papierset nicht fehlen. Das ist das neue jetzt, was jetzt gerade aktuell rausgekommen ist. Das Faltkarten-Designpapier Watercolor Ombre, 28 Bögen und die sind einseitig bedruckt, was ich ja immer sehr, sehr gut finde. 170er Grammatur und wir können jetzt hier mal hier durchgucken. Es ist ja schon cool, sondern es ist wie so ein, ja, man könnte hier unten so kleine Fische hinsetzen und nach oben hin, also zum Rand des Meeres, wird es immer heller. Dann haben wir noch einmal das hier, was ich auch sehr schön finde. Das sind auch so Papiere, die ich ganz gerne benutze, weil sie nicht so super krass sind. Hier haben wir auch wieder ein ganz tolles. Also die Blautöne sind schon mal sehr, sehr schön. Dann haben wir hier eins mit diesen fünf Sechsecken. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Noch ein blaues. Also die blauen und türkisen sind echt toll. Nochmal mehr. Dann haben wir hier so eine Hügellandschaft. Dreiecke. Farbkleckse, würde ich jetzt behaupten. So ein Blättermotiv. Nochmal das mit diesen Formen.
sieht aus wie so eine Waben, so eine Bienenwaben. Noch einmal Wellen. Ja, das war's. Das ist eben so Papier, was man super gut für Hintergründe nehmen kann. Es lässt sich, ja, es ist einfach ein ganz tolles Hintergrundpapier. Und da bin ich gespannt, da freue ich mich auch drauf. Ich werde wohl mal gucken, dass ich so ein paar Karten mit dem und denen mache, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass wir die mal zusammen testen hier, die Stempelkissen. Ich rieche gerade mal, also das geht. Es gibt ja so Stempelkissen, die so übelst stinken. Das Schöne ist, sie lassen sich auch stapeln. Ja, genau, das war meine Bestellung. Und ich sehe gerade, hier ist noch so ein Flyer drin. Es gibt sogar zwei neue Trendfarben. Einmal Sandgelb und Pastellblau. Da werde ich auch nochmal nachgucken beim nächsten Mal. Jetzt habe ich erst so welche, die ich probieren möchte. Und ja, ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne bei Faltkarten bestellt, was so eure Must-Haves sind, die eigentlich immer wieder nachgekauft werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich jetzt gerade mit diesen Stempeln an. Und ja, das war's. Ich will jetzt gar nicht mehr weiter drum herum reden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video mit euch und bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Tschüss, ihr Lieben.